vielleicht dann über deinen Fall, der berühmte Fall Zaunegger. Jetzt muss ich noch hier schauen, wegen der Technik ist ja das allererste Live-Gespräch, das wir hier von Freifam aus machen. Und ich habe hier parallel noch auf einem anderen Screen das Ganze auf Facebook drauf und kann mir da dann die Kommentare anschauen, die da laufen. Und muss natürlich schauen, dass ich da den Ton ausmache. Genau, jetzt klappt es wunderbar. Okay, super. Ich bin happy, alles klappt. Toller Gast, tolle Technik. Dann lass uns gleich mal in medias res gehen. Dein Fall ist ja einer der überhaupt wichtigsten Fälle im Familienrecht, seit es die Bundesrepublik Deutschland gibt. Wer es nicht weiß, ich gebe eine kleine, ganz kurze Einführung, aber dann würde ich gern dich mehr darüber erzählen lassen. Du bist ein lediger Vater damals gewesen, der kein Sorgerecht hatte. Das war auch in Deutschland so nicht vorgesehen, dass man das als lediger Vater sozusagen qua Geburt des Kindes dann auch bekommt. Und hast dich dann bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hochgestritten, bis dann tatsächlich in Deutschland die Gesetze angepasst werden mussten, dass auch ledige Väter das Recht auf das gemeinsame Sorgerecht haben. Hört sich alles sehr schön an. In der Realität sieht es auch heute noch ein bisschen anders aus. Ich glaube, da kommen wir dann auch drauf zu sprechen. Das war die kurze Einleitung von mir. Jetzt deine Seite der Geschichte. Es fing ja alles mit einem Kind an. Ja, also wenn ich versuche, das möglichst schnell und möglichst packend zu erzählen, eigentlich hat man ja, also mein Kind, um das es damals ging, ist 1995 auf die Welt gekommen. Und das Kindschaftsreformgesetz, das ist ja 1998 in Kraft getreten. Und wir waren eigentlich ganz normale, emanzipierte, bewegte Menschen damals, die nicht heiraten meinten, heiraten zu müssen. Wir haben uns dann getrennt. Da war meine Tochter 3,5 Jahre alt. Wir haben uns dann entschieden, im gleichen Haus weiter wohnen zu bleiben, in getrennten Wohnungen. Haben dann im Prinzip nach der Trennung 2,5 Jahre dann auch 50-50 gemacht und das hat eigentlich auch ziemlich gut geklappt, bis dann halt irgendwann die Mutter von meiner Tochter meinte, das hat jetzt so keine Perspektive mehr. Wir haben am Stadtrand von Köln gewohnt, in Köln-Borringen und dann ist sie in die Stadt gezogen. Und hat sich dann auf einmal anders entschieden. Also es gab wohl immer auch noch so leichte Ambitionen, irgendwie nochmal zusammenzukommen. Und als das dann letztendlich weggebrochen war und die Interessen sich dann ganz klar separierten in mein und deine Interessen, gab es dann die ersten Konflikte, die dann 2001 dann eskalierten, indem dann klar wurde, hier findet jetzt irgendwie so ein Machtkampf statt. Also wie ihn hunderte, tausende andere Väter und Mütter auch erleben, dann trennen sich einfach zwei und es gibt keine gemeinsame Perspektive mehr und aus den gemeinsamen Interessen dem Kind gegenüber werden auf einmal getrennte Interessen. Und dann geht der Hickhack halt los. Und was damals aber super wichtig war, das eskalierte erstmal. Es gibt so viele Sachen dazu zu erzählen. Mein Gott, ich bin dann erstmal ja völliges Greenhorn gewesen. Ich hatte keinerlei Kenntnisse über irgendwelche. Ich war damals auch schon halbwegs, war auch schon sehr politisch interessiert und habe einfach gedacht, da ist jetzt dieses Kindschaftsrechtsreformgesetz und natürlich, es gibt jetzt die gemeinsame Sorge und natürlich kann ich auch die gemeinsame Sorge haben und natürlich bin ich auch ein eigenes Elternsubjekt, der auch eigene Rechte sozusagen wahrnehmen könnte. Und das war dann irgendwie falsch. Und in diesem Glauben habe ich mich dann erstmal natürlich aufgestellt, habe gesagt, nein, das geht hier gar nicht. Die Mutter hat dann das Kind einfach mitgenommen und dann gab es dann halt so ein Eklat
Und dann hat sie mir erstmal klar gemacht, wenn sie wollte, dann würde ich das Kind sowieso nur einmal in der Woche sehen, obwohl wir ja bis dato dann immer eine 50-50-Regelung hatten. Ich hatte das Kind 3,5 Tage und sie hatte das Kind 3,5 Tage. Und dann gab es dann diese eskalierenden Situationen, dass ein Kind dann irgendwie nicht dann mit wollte, weil sie ja eigentlich in der alten Situation weiterleben wollte. Und dann stehst du dann da und denkst, was mache ich denn jetzt? Bin ich zum Amtsgericht gegangen. Und dann gab es, ich hatte auch jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld, um mir direkt einen tollen Rechtsanwalt zu leisten. Und dann habe ich erstmal so einen Rechtsbeistand irgendwie bekommen. Und der hat dann im Prinzip eigentlich auch von der Materie keine Ahnung gehabt. Ne? Der hat dann nämlich mich erstmal bestärkt darin und hat irgendwie gesagt, ja, das ist ja wirklich ungerecht. Und dann hat er erstmal im Prinzip erstmal so eine Rechtsauffassung dann formuliert, so nach dem Motto, dass ich jetzt auch die gemeinsame Sorge haben wollte und ja. Das heißt, da war erstmal jetzt gar kein richtiger Rechtsanwalt mit am Start. Ich habe dann einfach erstmal so geschrieben, was ich dachte, was ich einfordern durfte. Und das wurde dann erstmal natürlich vom Amtsgericht abgeschmettert. Und dann war das Verfahren, wie das bei vielen Verfahren ist, erstmal sehr chaotisch, ja, sage ich mal. Ich habe aber immer parallel dazu auch immer wieder versucht, eigentlich so eine tagespolitische Ebene zu schaffen, dass das nicht so komplett abbricht. Und die Mutter hatte auch immer einen Vorteil davon. Das heißt, die hatte eigentlich auch immer das Interesse, dass das nicht abbricht, weil das eben auch für sie gut war letztendlich. Aber wichtig war auf jeden Fall, dass die Machtkonstellation klar war, dass sie das Sagen hat und ich jetzt dann mich dem dann auch irgendwie unterzuordnen habe. Und dann haben wir relativ schnell, das kann ich auch jedem immer raten, in so einer Konfliktsituation, dass man erstmal das Umgangsrecht klärt. Ja, dass man erstmal, wenn man das Gefühl hat, dass das Umgangsrecht wird zu so einer machtpolitischen Kiste, dass man erstmal sagt, boah, jetzt gehe ich zum Amtsgericht oder zum Jugendamt und jetzt will ich das erstmal jetzt will ich erstmal eine einvernehmliche Umgangsregelung erwirken. Und das haben wir dann auch gemacht und danach konnte ich dann eben mein Kind die Hälfte des Urlaubs sehen, an einem Nachmittag mit Übernachtung in der Woche und jedes zweite Wochenende. Und damit war ich damals schon ziemlich gut, so laut Anwalt. Ne? Ich hatte damals dann auch schon damals vom Väteraufbruch in Köln, die hatten mir dann auch einen ziemlich guten Anwalt empfohlen, den Andreas Thiel, der frühere Handballnationaltorhüter, der Hexer nannte man ihn damals, und der hat mich auch ganz gut da eingetütet und hat das im Prinzip wunderbar professionell im Rahmen des Möglichen sehr gut dann alles umgesetzt, was ich so wollte, formuliert und verhandelt dann. Vor Gericht ist das ja alles nie gelandet. Und dann kam es zu dieser Situation beim Jugendamt, dass ich noch einen Nachmittag mehr mein Kind sehen wollte. Und dazu hatte ich dann beim Jugendamt zu einem Gespräch gebeten. Und die Mutter kam aber nicht zu diesem Gespräch und muss sie ja auch nicht, ja. Ich bekam dann mit, wie die Frau beim Jugendamt dann ganz freundlich so, jawohl, es wäre doch super, wenn sie kämen und ne, also so. Und ich war natürlich noch voll in dieser Empörung. Was ist das denn jetzt hier? Wir haben einen Termin und die kommt hier jetzt einfach nicht, ne? So, und dann war mir also klar, okay, die muss das gar nicht mit mir jetzt weiter besprechen. Die kann das einfach ablehnen. Dann bin ich wieder zu meinem Anwalt, habe gesagt, boah, so geht das nicht. Ich möchte die gemeinsame Sorge haben. Das ist diese Rechtsposition und diese zweierlei Augenhöhen, das geht nicht. Und dann sagte der Herr Thiel dann zu mir, ja, Zolle, also Sie haben schon so viel. Also, da meckern sie noch. Also, hier gibt's Väter, die sehen ihr Kinder überhaupt nicht. Und also, wenn sie damit schon nicht zufrieden sind, dann gebe ich ihnen eine Adresse von der Verwaltungsrechtskanzlei in Bonn, Heinle und Partner. Kostet 500 Euro die Stunde. Dann gehen sie dahin und stellen sie ganz einfach einen Antrag auf Anordnung zur gemeinsamen Sorge. Und dafür gibt's keine gesetzliche Grundlage. Und dann läuft das durch die Instanzen.
So, das habe ich dann auch gemacht, beziehungsweise ich habe das dann auch für mich, habe natürlich selber viel auch recherchiert und da waren ja dann auch wieder ein paar Monate, ein paar oder auch, ne, also diese Verfahren dann vom Amtsgericht und vom Oberlandesgericht, das ging eigentlich so 1,5 Jahre hat das dann vielleicht gedauert. Und das ist ja nicht, das wird immer so dargestellt, so der große Kampf und so, das ist ja kein großer Kampf, das ist einfach, man muss sich zu einer bestimmten Zeit, macht man sich Gedanken darüber, ne, was man will und er informiert sich und dann hat man einen rechtlichen Beistand. Und dann kam ja auch 2003 im Juni dann auch ein Verfassungsgerichtsurteil zum gleichen Thema. Da wurden die Altfälle, also die Fälle vor 1998 behandelt. Und dann gab es die sogenannte Altfälle-Regelung, dass die Kinder, dass die Väter, die vor dem Kindschaftsrechtsreformgesetz sich dann getrennt hatten, also dass die sozusagen die noch nicht die gemeinsame Sorge erhalten konnten und deswegen hatten die eine Sonderregelung, ja. Und das galt aber nicht für mich, weil ich ja Neuvater, also ich hatte mich einen Monat nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes hatten wir uns getrennt. Und es galt also nicht für mich. Und dann sagte das Oberlandesgericht auch, okay, der Fall, das ist jetzt erstmal beschlossen. Und in dem Verfassungsgerichtsurteil wurde dann gesagt, wenn die Annahmen des Gesetzgebers zur nichtehelichen Elternschaft zutreffend sind, dann verstoßen die entsprechenden Paragraphen nicht gegen das Grundgesetz. Wenn die Annahmen aber nicht zutreffend sind, und das hat der Gesetzgeber jetzt zu evaluieren, dann könnte es sein, dass gegen das Grundgesetz verstoßen würde. Das war dann so 2003. Und das heißt dann für mich, ich musste dann ja nach dem Oberlandesgerichtsurteil, musste ich dann ganz schnell sagen, okay, ich gehe jetzt weiter. Dann hatte ich das Glück, dass meine Eltern mich dann auch supportet haben, weil ich bin Musiker und es gab Zeiten, da saß das Geld dann nicht so locker. Ne? Und das war auch immer total toll dann für mich. In dieser Situation dann musste ich ja dann, ich habe diese Beschwerde so selber formuliert soweit, oder diese Angriffspunkte, ne, also zum Beispiel was die Diskriminierungstatbestände anbelangt. Ich habe das ja auch sehr emanzipatorisch begründet, dass ich gesagt habe, wenn wir sagen, Frauen werden diskriminiert, weil sie für die Kinder zuständig sind in erster Linie, ja, dann kann das doch nicht wahr sein, dass die Väter, die eigentlich emanzipiert sind, und eigentlich sich um die Kinder kümmern wollen, dass die Chance dazu nicht erhalten. Oder, ja, das war für mich völlig absurd. Und so, dann bin ich dann, dann wurde dann diese Verfassungsbeschwerde formuliert. Da musste man dann einmal, ja, ich habe dann so 800 Euro erstmal so vorstreckend bezahlt und dann hat die Kanzlei mir dann jeden Monat irgendwie 100 Euro abgezogen. Dann hat das ein halbes Jahr gedauert, bis das Bundesverfassungsgericht dann ohne Begründung das einfach abgelehnt hat. Und dann musst du nochmal, also das waren dann so 2.000 Euro für die Verfassungsbeschwerde und dann musst du dann nochmal 2.500 Euro für Straßburg. Ne, und das geht dann relativ, wenn die Ablehnung kommt, hast du ein halbes Jahr Zeit, so war es damals zumindest, ich weiß nicht, wie es heute ist, und dann muss das formuliert sein, muss es abgegeben sein. Das war dann 2004 oder Ende, wahrscheinlich war das so 2004. Und dann ist es in Straßburg und da passiert nichts mehr. Dann liegt das da 5 Jahre, ja, oder kann auch noch länger da liegen, je nachdem, was da jetzt gerade los ist. Ne? Und dann kam halt irgendwann mal diese Nachricht, dass Straßburg dieses Verfahren angenommen hat, zu verhandeln. Und ich war mir gar nicht darüber im Klaren, so wirklich, was das bedeutet, weil du kriegst dann irgendwie ein Schreiben mit englischem Juriste, mit englischer juristischer Sprache, ja. Und da muss man auch erstmal durchblicken. So, ich habe das Schreiben erstmal gar nicht begriffen. Was heißt das jetzt, ne? Und dann riefen mich aber schon Aktivisten irgendwie aus Berlin an.
Das war damals der Deepak Rayani, ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist irgendwie echt ein abgefahrener Inder, der auch Probleme hatte. So, ne? Und aber der schon eine Beschwerde in Straßburg hatte. Und es war auch, du sahst dann im Internet, dass auf einmal so 4.000, 5.000 Leute waren an diesem Artikel, hatten den aufgerufen, der veröffentlicht wurde, dass eben dieses Verfahren zugelassen wird. Das heißt, das ist so in etwa der Kreis von interessierten Leuten gewesen, die sich über diese Dimension dann schon eher klar waren als ich in der Situation selber. Ne? So, und dann, dann gibt es ja so ein Hin und Her dann. Man ist ja dann, man klagt ja dann gegen Deutschland und Deutschland verteidigt sich dann entsprechend. Und kurz bevor eigentlich, so ein paar Wochen bevor das Verfahren eigentlich zu Ende war, hätte mein Anwalt nochmal antworten müssen. Das hat er einfach nicht gemacht. Ja. Und weil ich dann aber jetzt schon so ein bisschen auch vernetzt war mit Deepak und mit so verschiedenen Leuten, die da auch schon länger und intensiver und politischer unterwegs waren, weil ich musste ja immer noch irgendwie überleben und ich hatte da zu der Zeit zwei kleine Kinder und ne, also ich meine, das war einfach, ich konnte mich da jetzt nicht rund um die Uhr kümmern. Und dann entwickelte sich das dann so, dass der Deepi, der hat mich dann in Kontakt gebracht mit dem Georg Rixe. Und Georg Rixe ist einfach so der einschlägige Anwalt, der eigentlich alle die wenigen Erfolge, die es eigentlich für Väter gab, die hat immer Georg Rixe vertreten. Und das Interessante daran war, der Deepi hat dann auch versucht, also es gab so Schwerpunkte. Das eine betraf die Möglichkeit, die gemeinsame Sorge zu bekommen. Und das andere betraf die gemeinsame Sorge zu behalten. Und dann gab es noch einen anderen Fall, in französischer Sprache wurde der geführt, da ging es dann nochmal um das Umgangsrecht. So, und der DP hat versucht, diese Fälle als Joinder-Anträge einzubringen. Und diese ganze Antragsschlacht dann sozusagen hat am Ende jedenfalls dazu geführt, dass mein Verfahren am Ende des Verfahrens, obwohl der Rixe eigentlich gar nicht mehr als Prozessbevollmächtigter selber vortragen konnte, er hat vorgetragen in Englisch, hat dann nochmal höchst professionell alle Verfahren, die zu den verschiedenen Punkten es in den letzten 15 Jahren in Europa gegeben hat, völlig fantastisch da zitiert und Bezüge geschaffen. Das Gericht hat gesagt, es ist zu spät, aber mein Verfahren wurde auf Deutsch auf einmal geführt. Das heißt, die deutsche Berichterstatterin, die über die deutschen Fälle in Straßburg erzählt hatte, die konnte das nicht mehr einfach so durch ihre Blume erzählen, sondern alle englischsprachigen, und das sind ja alles englischsprachige Juristen, konnten einfach selber einen Blick in das Verfahren werfen. Und haben im Prinzip dann den Vortrag vom Rixe gelesen, und waren im Prinzip dann ganz anders informiert in diesem Fall, als das vorher der Fall war. Vielleicht war das jetzt, ne, also mein Fall ist einer von, weiß ich nicht wie vielen Fällen. Also es gibt viele gute Väter, die sich gekümmert haben, die nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben, die Verantwortung weiter übernommen haben, obwohl sie sich schlecht behandelt fühlten. Ne? Da bin ich ja nicht der Einzige gewesen. Aber vielleicht war das mein Glück. Und dann gab es halt noch diese Verquickung. Das muss man sich mal vorstellen, die vom Deutschen Juristinnenbund, die Frau Jäger, die auch in dem Verfassungsgerichtsurteil 2003 schon mitgeschrieben hatte, die im Prinzip gesagt hatte, ihr müsst als deutsche Bundesregierung evaluieren, ob die Annahmen zutreffend sind, die saß jetzt auch in dem Gremium in Straßburg. Die war eigentlich von Anfang an befangen, weil die, also unabhängig von meinem Verfahren, eigentlich bei jedem Verfahren, hätte die sich eigentlich immer für befangen erklären müssen, weil die ja vorher entsprechendes in dieses Verfassungsgerichtsurteil geschrieben hatte. Und der Rixe war dann natürlich auf einer ganz anderen Ebene, der wusste das alles, wie das zusammenhängt. Und für den Rixe war dann klar, Renate Jäger muss sich als befangen zurückziehen. Ja,
Und so bekam das Verfahren, auch da, weil ich nie jetzt mit dem Väteraufbruch so wirklich zu tun hatte, war ich sozusagen auch immer so Outsider irgendwie. Also ich war da nicht so auszurechnen in dem Sinne. Ne? Und vielleicht war das dann der Grund, warum das Verfahren dann durchging. Aber ich meine, ein, zwei Jahre später wäre ein anderes Verfahren durchgekommen. Nochmal, das ist irgendwie dann eine Glückssache im Prinzip. Ne? Und am Ende geht es natürlich auch immer, wenn jetzt die Menschen, die ja jetzt zuhören, ist natürlich immer die Frage, welche Relevanz oder welche Strategiemöglichkeit gibt es in dem Verfahren, dass es für mehrere Leute eine Relevanz bekommt. Ne? Bei mir war das eben so eine ganz klare Sache. Es ging um den ganz klaren Sachverhalt. Es gibt keine gesetzliche Grundlage, dass ein nicht-ehelicher Vater ohne das Mitwirken der Mutter kriegt er keine gemeinsame Sorge. Und das wurde begründet mit dem Kindeswohl. Und da bei mir das Kindeswohl nie ermittelt wurde, sagte dann Straßburg, was ist das denn? Also es muss in jedem Fall eine Einzelfallüberprüfungsmöglichkeit geben. Und wenn man die bei dem Herrn Zauneger anwenden hätte können, dann wäre man vielleicht zu dem Schluss gekommen, dass das ja eigentlich ein ganz normaler Vater ist, der sich um sein Kind gekümmert hat und dem man ja nun wahrlich nicht aus Kindeswohlgründen die gemeinsame Sorge nicht zustehen darf. Und das war dann mein Glück, dass das Verfahren dann erfolgreich war dann am Ende. Ne? Das war natürlich, und das Ding ist natürlich, das hat eine starke strukturelle Komponente gehabt, ne? Weil dieses Verfassungsgerichtsurteil dann ein halbes Jahr später, 2010, musste ja dann reagieren. Ne? Im Bundestag gab es dann die entsprechenden Parteien, Fraktionen, die überlegten dann, die haben da ihre Position, die haben die teilweise heute noch. Die waren, also dadurch, dass das Bundesverfassungsgericht ja aus Straßburg gezwungen war, dass es so einen Fall nicht mehr geben durfte, mussten die ja auf jeden Fall eine Einzelfallüberprüfungsmöglichkeit einarbeiten. Das war ja vollkommen klar, sonst wären sie ja, hätten sie sich ja nicht an Straßburg gehalten. Und darüber entstand dann so ein bisschen mehr Bewegung. Das Bundesverfassungsgericht hat dann ein halbes Jahr später ja im Prinzip alle Gesetze, 1671, alle Gesetze, die auf einer bestimmten Logik aufbauten, musste das Verfassungsgericht dann kassieren. Und da sich in Luxemburg und in Österreich und in der Schweiz eigentlich auch ähnliche Dinge auftaten, hatte das dann dieses Verfahren dann eben auch die Relevanz für diese Länder sogar. Ne? Ja. Ja, danke auch. Das ist eine sehr spannende Schilderung, die, glaube ich, auch nur du uns geben kannst von diesem Fall. Wenn man auf Wikipedia nachliest, dann kriegt man die ganzen Details ja gar nicht mit, die du gerade geschildert hast. Klingt nach einem richtigen Krimi. Was ist denn dann eigentlich, ich sag mal, in der Familie geschehen? Also die Tochter, um die es geht, deine leibliche Tochter, für die du ja irgendwie gekämpft hast, wo war die in der Zwischenzeit? Ihr hattet 50-50, also ihr hattet ja eigentlich schon das Wechselmodell damals, 2000, 2001, ja, was ja heute noch eine politische Frage ist, ob man das Wechselmodell als Standard haben will oder nicht. Habt ihr auch schon damals gelebt? Und was war mit deiner Tochter? Die war dann erstmal bei ihrer Mutter und dann, was geschah dann so nach 2001, als der ganze Konflikt anfing? Das pendelte sich dann halt ein. Ne? Es gab ja dann relativ schnell, ich sag mal, nach dem Eklat im Januar 2001 war der, glaube ich, gab es dann im Prinzip schon 2000, im Sommer 2001 gab es dann diese einvernehmliche Umgangsregelung. Dadurch gab es also immer eine Realität, aber eben mit dieser Faust in der Tasche immer von mir, dass ich halt immer irgendwie, man muss dann halt kleine Brötchen backen, ne? Wir wissen viele, was das bedeutet. Ne? Und das heißt, dass die Familienbande konnte sich sozusagen entwickeln, aber halt in dieser Hierarchie. So, und für meine Tochter bedeutete das natürlich, weil ich meine, das ist immer doof, dass die halt wie sie das damals so empfunden haben. Wenn sie sich dann so daran, für die Kinder ist das ja nur der Stress eben, ne? Da kämpft jetzt der Vater um etwas und die Mutter, die soll jetzt dafür im Prinzip, die soll jetzt ihre eigene Mutter deswegen irgendwie kritisieren oder das nicht gut finden, aber die hat ja ihre Mutter genauso lieb wie ihren Papa und die steckt ja da immer dazwischen. Und
je mehr man das natürlich eskaliert und je mehr man eigentlich in diesen Schuldfragen dann diskutiert, oder das ist ja alles, wäre ja eigentlich nicht notwendig, wenn man mal wirklich eine Rechtskonstruktion schaffen würde, die unserer gleichberechtigten Gesellschaft gerecht würde. Und wenn man einfach mal wirklich diese Grundprobleme, die dafür sorgen, dass wir im Familienrecht im Prinzip eine Willkürgerichtsbarkeit haben, dass man, wenn man die mal wirklich abändern wollte, dann muss man halt vieles auf ganz neue Füße stellen. Hm. Interessanterweise zum Beispiel Frau Barley, ne? Frau Barley hat das auch alles erlebt und hat das Doppelresidenzmodell mit ihrem Mann gelebt, hat beste Erfahrungen damit, schwärmt darüber, wie toll das ist, und ist aber in der Parteisituation, muss sie sagen, ja, sie wäre natürlich nicht dafür, dass das jetzt zur Norm würde, aber sie bringt sich auch nicht so ein und sagt, ja, vielleicht gibt es ja noch was dazwischen, zwischen Norm, oder vielleicht gibt es auch ein Verfahren, was einfach vielleicht diesem Doppelresidenzmodell etwas positiver gegenüber eingestellt wird. Ja, da gab es auch dieses Interview in den Tagesthemen, das hat nicht glaubwürdig gewirkt, was sie da gesagt hat. Nein, weil sie weiß es ja besser. Genau. Was ich wissen wollte, ist, deine Tochter, die müsste ja jetzt volljährig sein, wenn ich das mal überschlag. Hat die dann die ganze Zeit bei ihrer Mutter gelebt und du hast sie nur jedes zweite Wochenende und einen Mittag gesehen und die Hälfte der Ferien? Also als diese einvernehmliche Regelung, Umgangsregelung losging, da war sie halt so 6, 7. Das war dann so Grundschulzeit. Und in der 7. Klasse dann ist ihre Mutter mit einem neuen Freund nach Berlin umgezogen. Und meine Tochter wollte aber nicht mit nach Berlin. Und dann hat sie im Prinzip auch in dieser Phase, wo dann diese ganze Aufmerksamkeit auf dieses Verfahren kam, lebte die im Prinzip schon bei mir. Also bei uns. Ich habe ja 2005 oder 2006 habe ich geheiratet, habe dann noch meine neue Familie gegründet. Natürlich habe ich geheiratet, das war auch nicht logisch gekommen, das war auch so ganz witzig, als wir uns kennengelernt haben und uns klar war, dass wir irgendwie Kinder in die Welt setzen wollen, dann sagte ich natürlich ganz klar, für mich gibt es keinen nicht-ehelichen, unverhüteten Sex mehr. Ja, damit du nicht wieder wegen einem Kind ums Sorgerecht streiten musst. Ja. Genau. Und aber wir wollen dazu sagen, es war natürlich hauptsächlich aus Liebe. Natürlich, natürlich. So mit 13, 14 Jahren hat sie dann bei uns gelebt. Und dann waren wir dann zu fünft sozusagen. Und als sie dann Abitur gemacht hat, ist sie dann nach Berlin gegangen und hat dann halt in Berlin studiert. Und das war auch, glaube ich, gar nicht so schlecht. Dann hat sie das auch nochmal mit ihrer Mutter irgendwie alles so checken können, was da zu checken war. Und aber man kann, letztendlich kann man sagen, dass aber trotzdem diese Art der Trennung auf jeden Fall, glaube ich, ein großes Belastungspotenzial immer noch für sie hat. Und die ist, also sie hat jetzt ihr Jurastudium gerade fertiggestellt oder das erste Staatsexamen gemacht. Die ist jetzt 24 und ist aber wirklich, also das ist heute noch eigentlich immer ein höchst emotionales Thema. Weil sie sich ja immer verhalten muss dazu. Ja, sie muss ihre Mutter irgendwie verteidigen, sie muss ihren Vater irgendwie verteidigen. Und es ist ja bei so einem Streit nicht immer 50-50 Schuld. Es gibt ja Vorwürfe, die ich ihrer Mutter habe. Dazu muss sie sich ja auch irgendwie verhalten. Mhm. Ja, also selbst wenn ich das gar nicht stressbehaftend, also selbst wenn ich von ihr gar nicht einfordere, dass sie jetzt mir Recht geben müsste oder keine Ahnung was. Ne? Also sie muss sich ja irgendwie dazu verhalten. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Deine Tochter hat also schon bei dir gelebt, als der Europäische Gerichtshof noch nicht entschieden hatte. Ja. Und ohne Sorgerecht kannst du ja eigentlich, zum Beispiel wenn es jetzt mit dem Arzt und so, du kannst ja keine Entscheidungen treffen. Du musst es ja dann immer von deiner Ex-Partnerin rein rechtlich die Zustimmung dir einholen. Richtig, da gab es auch so skurrile Situationen. Ich wollte nämlich
dass der Unterhalt, den die Mutter gezahlt hat, den wollte ich nicht einfach bei uns in den Haushalt einspeisen, sondern ich wollte ein Konto eigentlich einrichten für meine Tochter. Und das ging. Ich weiß, was jetzt kommt. Ich sagte, ey Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Das heißt, du musstest die Mutter deiner Tochter, deine Ex-Partnerin, fragen, ob du ein Konto für deine Tochter einrichten darfst, auf welches deine Ex-Partnerin die Kindesunterhaltung überweist. Nee, wir haben das dann einfach so nicht gemacht, ne? Aber, okay. aber es, also das sind so kleine Feinheiten. Ne? Das ist einfach auch schön, diese Absurdität, da hat ja die Realität, hat er ja eigentlich schon die Gerichte überholt. Das ist ja häufig so. Das ist an Politik und an das Justizsystem darf man natürlich auch nicht überfordern. Ne? Ich meine, Gesetze sind das Resultat von Mehrheitsentscheidungen, ne? Also gesellschaftlich auch eine Zeit und aber ich finde, also was ich auch der heutigen Familiengerichtsbarkeit immer noch vorwerfe, ist halt, dass durch diese vielen unbestimmten Rechtsbegriffe einer Willkür eigentlich nach wie vor die Tür geöffnet ist. Mhm. Ja, und das, wir haben da schon mal in einem Vorgespräch drüber gesprochen, das ist dieses große Thema Kindeswohl, ja. Das heißt, wenn du dich heute trennst, kannst du, wenn du jetzt gut ausgebildete Familienrichter hast oder Richterinnen hast, die auf der Höhe der Zeit sind, die können schon richtig gute Urteile fällen. Und du kannst aber jemanden haben, der sagt, oh, das saulige Urteil interessiert mich nicht. Das habe ich noch nachher so häufig gehört, dass die Leute, so, als wenn die nicht gebunden wären, die Richter, ne? an eine bestimmte Rechtsprechung. Ne? Und so darf eigentlich kein, so darf das eigentlich nicht laufen. Dafür ist das zu wichtig. Also wenn man das Kindeswohl wie so eine Monstranz immer vor sich her trägt, dann muss man sich auch wirklich besser und kompetenter um das Kindeswohl kümmern. Ja, wir haben ja das Grundproblem, dass am Familiengericht alles hinter verschlossenen Türen abläuft und dann das Kindeswohl als wichtigstes Entscheidungskriterium frei interpretierbar ist. Es gibt dafür keine rechtlich bindende Definition. Es gibt zwar vom Bundesgerichtshof so Art Leitlinien oder Versuch einer Definition mit Kontinuität, mit Erziehungsfähigkeit und so weiter. Aber diese Kriterien sind ja in sich auch wieder undefiniert. Ja? Das heißt, man hat ein paar Begriffe drangeklebt an dieses Kindeswohl, hat aber nicht wirklich für Klärung gesorgt. Das heißt, und da bin ich deiner Meinung, oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wir haben da im Familiengericht im Grunde ein Willkürsystem. Ja, absolut. Absolut. Das habe ich auch immer. Ich meine, das war ja damals auch interessant, so wie die Medien damit umgegangen sind. Ja, also ich bin ja dann sozusagen auch noch so ein bisschen verpflichtet gewesen, dann so verschiedenen Hardlinern, die auf die größere Komplexität der Probleme aufmerksam machen wollten. Und ich bin dann sozusagen als völliges Greenhorn da irgendwie, was weiß ich, in so einer Lanz-Show gewesen und habe ein total cooles Gespräch mit der Redakteurin geführt, ne? Die wirklich super kompetent, ja, und ganz differenziert. Und ich habe ja diese Sendung an, ich gucke so Fernsehen nicht, ne? Und kam in so eine Sendung und ich war so baff einfach. Was ist das denn? Ja, also die hatten mich geködert damit, dass Leutehäuser Schnarrenberger kämen, ja? Und dann kamen die nicht und stattdessen war ich dann irgendwie eingezwängt zwischen dem Wolfsberger, der irgendwie so seinen extremen Fall dann darstellte und man konnte richtig sehen, der Versuch, die strukturellen Probleme darzustellen, das interessierte gar keinen. Da ging es nur darum, oh, wie haben Sie das geschafft und wie lange und was ist das für ein Leiden gewesen? Und das war jetzt nicht so ein Leiden. Natürlich hat das lange gedauert, aber mir geht es um was ganz anderes. Ich möchte sagen, hey, das kann hier jedem normalen Nachbarn von dir, kann das genauso passieren. Und das ist die Willkür an diesen Dingen. Ja, ich bin in den letzten 3-4 Jahren jetzt so natürlich ein bisschen raus. Ich weiß jetzt nicht, was in den letzten 3-4 Jahren jetzt tatsächlich passiert. Bin immer wieder interessiert, wenn ich was höre. Oder diskutiere nach wie vor über die Dinge und bin immer wieder erstaunt, was es für verschiedene Rechtsprechung gibt, denk,
Was ist das denn? Begreife ich nicht so. Ne? Also da gibt es... Ja, du bist ja Musiker, hast du vorhin gesagt. Also du bist ja völlig naiv da rein. Du hast ja quasi als, ich sag mal, als moderner Mann, ihr habt nicht geheiratet, ja, weil wozu soll man heiraten? Man liebt sich ja, ja, unterstelle ich jetzt mal so als Gedankengang, so diese Institution Ehe ist ja quasi wie die Institution Kirche, hat vielleicht mit dem Glauben nichts zu tun, ist ja einfach eine Organisation drumherum. Dann kann ich auch das mit der Ehe lassen, weil wichtig ist ja, was wir fühlen füreinander. Ja. So bist du da rein und dann gab es Probleme in der Ehe, dann hattet ihr das Wechselmodell schon, ja. Ich denke mal, weil ihr halt beide gleichberechtigt war, aber dann kam dieser Machtkampf, dann bist du da völlig naiv ans Amtsgericht gegangen, hast da einfach so, ich sag mal, als naiver Musiker da deine Forderungen gestellt oder deine Ansichten vertreten und hast erstmal links und rechts eins auf die Ohren bekommen. Ja. Mit einem Satz einfach nur, ne? Ja, die haben dich abgewatscht, so auf die Art, Moment, so läuft es hier nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses naive Denken, ja, was ja vielleicht einfach nur natürliches Denken ist und dass dich das dann auch ziemlich geschockt hat, beim Gericht dann zu erkennen, hier läuft irgendwas abgrundtief falsch, in die völlig falsche Richtung und du vorher dachtest, ja, Gericht, Richter, das läuft ja alles richtig ab, die gucken sich die Wahrheit, die wollen die Wahrheit wissen und dann wird es alles in Deutschland, natürlich muss es in Deutschland alles ganz korrekt ablaufen. Ja. Stattdessen, wenn du die Erfahrung machst, merkst du, Moment, das ist völlig frei, Kindeswohl, jeder kann da rein interpretieren, was er will und ich habe überhaupt keine Chance mit meinen Grundrechten. Und was ich jetzt interessant finde, ja, an deiner Naivität, die du da reinbringst, deine Tochter ist jetzt 24 und studiert Jura. Das heißt ja, sie hat ja auf keinen Fall mehr die Naivität ihres Vaters, sondern im Gegenteil, rollt sie dieses Feld quasi von innen her auf. Was, hast du da ihr was mitgegeben? Hat sie da, ist es für sie jetzt die Erkenntnis in ihrem Leben, dass sie da als Juristin was machen muss? Das glaube ich nicht so. Also das hat sich so ergeben. Also die hat dann einfach, die ist auf einmal total gut in der Schule geworden und hat einfach irgendwie so ein 1,4er Abitur so gemacht und hat dann einfach schon vorher in der Oberstufe haben die dann verschiedene Sachen gezeigt bekommen, was man so studieren kann und was sie so interessierte. Dann wollte sie eigentlich so eine gehobene Verwaltungsbeamtinnen-Ausbildung machen, in Brühl das studieren, weil sie das cool fand, so ein dualer Studiengang, wo sie dann auch schon Geld verdient und so, da hatte sie auch Bock drauf. Und dann war halt so eine Zwischenzeit noch, so dann die Prüfung, also sie hat Abitur dann im Juni oder sie war dann im Juni fertig und diese Prüfung gab es aber erst im Mai oder im April. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ey, das hat dich doch super interessiert, als du zuletzt da mal in der juristischen Fakultät da in Köln warst. Und wenn dich das interessiert, dann fang einfach mal an, Jura zu studieren. Also wenn, ne, also dieses Politische oder das ist ja schon sehr lange in unserem Haus dann eigentlich gewesen. Ne? Also auch dieses, also dadurch, dass ich halt, wenn ich meine Fingerübungen am Tag mache, dann läuft bei mir den ganzen Tag irgendwie Phoenix und Arte und alle möglichen interessanten Dokumente. Du bist ein Musikinstrument, du spielst ja Bass. Genau, ich übe dann, läuft der Drumcomputer und gleichzeitig läuft dann irgendwie Bundestagsdebatte und all sowas. Ne? Und so ist sie natürlich auch groß geworden. Ja, und natürlich auch immer auf der Suche, ja, helfen die mir jetzt da vielleicht irgendwie in meiner Not. Ich habe auch einen Petitionsausschuss damals auch eine Eingabe gemacht und so. Und dann hat sie angefangen zu studieren und das fand sie irgendwie echt cool. Cool. Jetzt schaue ich mal auf Facebook. Ich glaube, da gibt es schon einige Fragen hier, Kommentare. Ich werde nicht die Namen der Kommentatoren sagen, weil das geht ja alles noch auf YouTube und dort sind die ja nicht unbedingt dann auch registriert unter dem Namen. Einer schreibt hier, was für ein Zufall, ich habe viel mit der Rechtsanwaltskanzlei Heilem Redeker zu tun, die hast du ja genannt. Mhm. Die vertreten ihn da und aktuell arbeitet er auch mit dem Herrn Rixe zusammen, okay, das ist cool.
Ein anderer sagt, der Stress für die Kinder zwischen beiden Eltern hin und her gerissen zu sein, wäre eigentlich nicht notwendig, wenn wir die Willkürgerichtsbarkeit aus den Familiengerichten beseitigen würden. Ist wahrer Punkt, nur wie beseitigen wir die Willkür aus den Familiengerichten? Schaffen wir die Familiengerichte ab? Schaffen wir den Kindeswohlbegriff ab? Definieren wir den? Dann haben wir aber, glaube ich, eine politische Diskussion. Was siehst du als Lösung? Also ich glaube auf jeden Fall, dass mit dieser neuen Forderung nach dem das Doppelresidenzmodell einfach aufzuwerten und zu sagen, das ist für uns einfach ein akzeptiertes weiteres Modell, was unter Umständen für viele sich Trennende die beste Lösung sein kann. Und die Schulung der Richter und Richterinnen natürlich, die in Kenntnis sind von den neuesten Forschungsergebnissen, was das macht. Auf der anderen Seite auch nicht blauäugig sein. Es gibt, also ich meine, dass dieser Diskriminierungstatbestand, der besteht ja immer darin, dass man nicht den Einzelnen beurteilt in einem Verfahren, was der macht, sondern man trifft eine Aussage als Zugehöriger zu dieser Gruppe. Mhm. Das ist das Problem. Und das ist ja auch paradox, weil am Familiengericht alle schwören ja immer auf den Einzelfall. Wir können nicht die Doppelresidenz oder das Wechselmodell als Standard machen, weil es geht ja immer um Einzelfälle. Aber was tatsächlich passiert ist, man schaut den Einzelnen nicht als Individuum an. Ja, das schützenswert ist laut Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, sondern man schaut ihn als Vater an. Man schaut sie als Mutter an. Das meinst du? Ja, genau. Das Gleiche, also das ist ja immer so die Frage, diese Moralität. Ich habe im unmittelbaren Bekanntenkreis einmal einen Fall gehabt, da hat also eine Ehe oder eine Partnerschaft, auch wenn Kinder dabei sind, ist ja immer eine freie Entscheidung. Und die Liebe ist auch eine freie Entscheidung. Und das heißt, Freiheit bedeutet, ein Partner kann auch irgendwann mal sagen, ich liebe nicht mehr. Und das scheint relativ häufig der Fall zu sein. Das heißt, eine Gesellschaft muss ja eine Infrastruktur entwickeln. Was mache ich eigentlich dann? Wie gehe ich damit um? Und dann erlebe ich zum Beispiel, da hat sich ein Vater in eine neue Frau verliebt und da hat sich eine Mutter in einen neuen Mann verliebt. Und das Interessante ist, der Vater, der sich in eine neue Frau verliebt hat, der viel mit seinen Kindern gemacht hat, der muss richtig bangen um seine Kinder. Und die Mutter, die sich in jemanden Neues verliebt hat, die hat wie selbstverständlich beide Kinder. Jetzt kann man sagen, okay, das sind zwei Einzelfälle. Klar, sind auch zwei Einzelfälle. Will ich auch gar nicht irgendwie instrumentalisieren für irgendeine Aussage, sondern ich glaube, es ist relativ selten, also man muss sich entscheiden, entweder, also vom Gesetz gibt es ja keine Moral, also es gibt ja keinen Schuldigen bei einer Trennung in dem Sinne, wie in Frankreich, glaube ich, gab es das bis vor ein paar Jahren noch so, dass da irgendwie sozusagen, dass es noch einen Schuldigen gab bei einer Trennung. Aber die Gerichte sagen ja zu Recht, es gibt keinen Schuldigen in dem Sinne. Dann darf ich auch niemanden wie einen Schuldigen behandeln. Und wenn ich das Kindeswohl wirklich als das Wichtigste erachte, dann muss ich ja eigentlich auf der einen Seite den Eltern die Möglichkeit geben, dass sie diese Trennung gestalten können. Und das kann ja nur funktionieren auf gleicher Augenhöhe. Weil wenn ich einen mit mehr Macht ausstatte, wird er sie natürlich benutzen, wenn er verletzt ist. Ist doch logisch. Würdest du und ich auch machen. Wenn du nicht sehr gefestigt bist und sehr weißt, dass das dir am Ende wieder auf die Füße fällt. Ne? Und das ist ja so, also wenn man sich nur mal das Kindschaftsrechtsreformgesetz anschaut, man konnte die gemeinsame Sorge nur bekommen, wenn die Mutter dem zustimmt, also ein ganz klares Vetorecht. Das ist das eine härtere ungerechte Behandlung gibt es eigentlich gar nicht. Das ist die Verfügungsgewalt der Mutter über das Kind und sie entscheidet, in welcher rechtlichen Relation der Vater zum Kind stehen darf. Genau. Das heißt, im Grunde war in diesem Zustand des deutschen Rechts die Mutter diejenige, die entschieden hat, welche Rechte der Vater hat. Genau. Und das habe ich auch im Nachhinein noch zuletzt zu meiner Tochter gesagt. Also
das ist das, was mich wirklich am meisten verletzt hat. Da hat ein anderer Mensch hat die Macht darüber, was du für ein Verhältnis mit deinem Kind hast. Und das ist nicht jemand, mit dem man 6 Jahre gar nichts zu tun hat und nur mal Unterhalt bezahlt hat, sondern wo man wirklich 6 Jahre immer für da war. Und das ist eine große Verletzung der Menschenrechte, meines Erachtens. Ich meine. Ja, und auf welcher Grundlage? Einfach nur, weil da ein Mensch die biologischen Voraussetzungen mitbringt, um ein Kind zu gebären. Das wäre der einzige Unterschied, oder? Ja, das ist auf jeden Fall erstmal wie... man muss das natürlich tiefer blicken. Also die Frage ist ja, wie die emanzipierte Gesellschaft das auch tatsächlich in diese ganzen Rechtskonstruktionen einbringen kann. Und darüber hinaus gibt es ja auch noch eine nicht emanzipierte Rechtsrealität. Ne? Aber am Ende, wenn wir bei dieser Grundfrage wieder bleiben, wie kriege ich die Willkür daraus, dann muss ich eigentlich erstmal, und das war ja auch teilweise als Reform dann auch angedacht, man hätte diesen Paragraphen 1626a, der das regelte damals mit der gemeinsamen Sorge bei Nicht-Ehelichen, man hätte den einfach ersatzlos streichen können. Dann hat man keine nähere, also alles streichen und dann steht, es gibt nicht mehr Männer oder Mütter oder Väter in keinem Kindschaftsrechtsgesetz. Es gibt einfach nur noch Eltern. Und alle Eltern haben einfach die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten. Das kann man schon, wenn man das, also diese Umstände zum Beispiel, dass dann Frauen, wenn sie dann sozusagen enttäuscht sind von ihren Männern, dass sie dann irgendwie die Möglichkeit haben, so einen Kontaktabbruch herbeiführen zu können. Das ist eigentlich, ich glaube, in Amerika wird das schon mit einem Sorgerechtsentzug bestraft, wenn eine Mutter das macht. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Ich habe das irgendwo... In Frankreich kann das also, auch bestraft. Das heißt, da gibt es psychologische Strategien sozusagen, die ganz, also wo geschulte Leute, die das zu beurteilen haben, genau wissen, hallo, was passiert da? Der Vater hat doch eigentlich, die haben doch hier bis vor kurzem das und das haben die zusammen gemacht. Wir fragen erstmal nach, was ist da eigentlich gewesen oder was hat der eigentlich gemacht und wieso wollen die jetzt auf einmal den Vater nicht mehr sehen? Was hat der jetzt gemacht? Hat er die misshandelt oder was? Und keine Ahnung. Ja, also die hätten ja auch eigentlich vielleicht die Pflicht, das herausfinden zu wollen, aus Kindeswohlgefährdungsgründen, also das zu recherchieren, dass auf einmal Kinder... ihren Vater. Es gibt ja überhaupt gar keinen Grund, warum Kinder ihre Eltern nicht mehr sehen wollten. Also bei einer Mutter wäre es genauso. Ja, es ist ja ein natürliches Bedürfnis des Kindes, ja, beide Eltern zu haben. Genau. Und immer dann, wenn das Kind dieses Bedürfnis nicht hat, stimmt ja etwas nicht. Entweder lehnt es einen Elternteil ab, weil der Elternteil ihm etwas angetan hat, ja, oder ein Elternteil missbraucht das Kind, setzt es psychisch unter Druck, sodass es den anderen Elternteil ablehnt, obwohl es das eigentlich nicht will. Das heißt, immer wenn das natürliche Bedürfnis anders ist als jenes, dass das Kind sagt, ich will bei beiden Eltern sein, dann stimmt ja etwas nicht. Genau. Und das müsste eigentlich ermittelt werden. Ja. Wenn ich das nicht tue, dann haben wir halt diese Fälle, wo eigentlich, ja, wo eigentlich die Getrennten überhaupt gar keine Tools mehr haben, um wieder eine Praxis auf die Kette zu kriegen. Und ich meine, by the way, man muss ja auch sagen, es gibt ja offensichtlich Eltern, die das können. Warum können die das denn? Ne, für die brauchen wir nicht das Gesetz, weil die können das ja selber miteinander regeln. Aber ein Gesetz brauchen wir für die Leute, die an die Hand genommen werden müssen, die klare Regeln vorgegeben brauchen. Ja, Und da scheint es, also man kann ja immer sehen, es gibt immer wieder Entwicklungen, aber das sind ja so existenzielle Erfahrungen von also wie viel Liebe und wie viel Hoffnung steckt in der Familiengründung oder auch wenn man ein Kind in die Welt setzt, unter welchen Voraussetzungen auch immer, ne? Und das ist so existenziell, ist eigentlich unbegreiflich. Die Probleme liegen auf der Hand, da gibt es Statistiken zu. Es ist eigentlich unerklärlich, warum da noch kein größerer Wurf irgendwie gelungen ist. Ja, und dann diese Politik, ich verstehe auch nicht, warum Frauen,
so darauf, warum Frauen, viele Frauen meinen, dass sie was weggenommen bekämen, wenn Väter vielleicht die besseren Mütter sein könnten. Weiß der Teufel. Ja, ich bin manchmal vielleicht auch die bessere Mutter bei meinen Kindern. Ja, aber wenn man das gendermäßig auflöst, ist es einfach nicht nur da Mann, da Frau. Es gibt einfach eine breite Matrix, eine breite endokrinologische Matrix, wo viele Menschen verschiedene Fähigkeiten haben, die man vielleicht eher dem einen Geschlecht oder dem anderen Geschlecht zuordnen würde. Ja, ich meine, das ist ja auch eine Binsenweisheit. Ja, und das ist ja das Potenzial, das wir aufgeben, wenn wir, ich sage mal, in Jugendämtern, an Familiengerichten nach dem Geschlecht entscheiden. Ja, im Hintergrund immer so dieser Glaubenssatz steht, die Kinder müssen zur Mutter. Ja. Und damit geben wir dieses Potenzial auf, dass die Kinder bereichert werden durch beide Eltern, die ja gerade in ihren Unterschieden für die Kinder dieses weite Feld aufspannen. Ja. Im Grunde, je unterschiedlicher die Eltern sind, umso höher dieses positive Spannungsfeld, ja, wo Energie und Strom ist, innerhalb dessen die Kinder sich entwickeln können. Es gab ja immer diese Argumentationskette der verschiedenen Erziehungsauffassungen. Die wurde dann immer in den Gerichtsverfahren, wurde dann immer darauf kapriziert, dass die Eltern verschiedene Erziehungsauffassungen hätten. Wenn ich einfach nur aus meiner alltäglichen Ehe erzähle, was wir für verschiedene Erziehungsauffassungen haben, ja, also, und andere Leute, die zusammen sind, haben verschiedene Erziehungsauffassungen. Fangen wir bei der Schule einfach nur an, ja, also, das eine Kind ist jetzt in der Schule nicht so aktiv, wie man sich das als Eltern wünscht. Der eine Elternteil meint, boah, da muss ich jetzt die Lernpläne, das alles muss ich genau studieren, da muss ich jetzt Druck machen, dass die da jetzt einen anderen Arbeitsrhythmus findet. Der andere sagt vielleicht, hey, das ist eigentlich in der Verantwortung schon von dem Kind. Und ich lasse das auch mal in den Brunnen fallen. Und wenn ich das jetzt immer auffange, dann denkt das Kind ja immer, irgendwie, meine Eltern holen mich das schon raus. Nur wenn man nur mal dieses Spannungsfeld ansieht, ja, das wird dann vor Gericht bei Menschen, die sich getrennt haben, unter Umständen gegen einen ausgespielt. Ja, dabei ist es völlig normal. Genau, ja. Und es wird ja etwas vorgeworfen, das normal ist und für die Kinder sogar gut ist, dass also traditionell, dass ein Vater versucht, bei dem Kind die Frustrationstoleranz zu erhöhen, während die Mutter beim Kind eher darauf schaut, dass das Kind nicht zu sehr belastet wird und sich nicht zu viel zumutet. Das ist so eine traditionelle Rollenverteilung in Deutschland, die sich ja auch zum Teil schon völlig aufgelöst hat oder umgekehrt hat. Aber das sind doch genau die Vorteile, die dann ein Kind hat aus diesen zwei unterschiedlichen Stilen, Ansichtsweisen. Da können ja auch die Eltern lernen, auch die getrennten Eltern. Also am Ende hat das Gericht, also von der Profession her, einfach die Aufgabe, sie müssen irgendwie einen Konflikt begleiten, der am Ende dazu führt, dass die Eltern ihre eigene Verantwortung beim Scheitern übernehmen können und dass daraus dann eine gut koordinierte gemeinsame Verantwortung dann für die Kinder oder für das Kind dann entsteht. Das müsste, also diese Aufgabe müsste viel, ich meine, wenn man jetzt mit einem Familienrichter sprechen würde, mit einer Familienrichterin sprechen würde, dann würden die dann natürlich auch mit großen Worten beschreiben, wie das sein soll und wie sie das machen wollen. Und dann gibt es natürlich auch den Rechtsalltag und dann liegen da die Berge von Akten. Und da muss irgendwie eine Aktenlage schnell, müssen die Dinge abgearbeitet werden, ist in anderen Rechtsbereichen, also die Probleme in dem Kindschaftsrechtsbereich, die sind da nicht anders oder in der Familiengerichtsbarkeit sind nicht anders wie beim Strafrecht oder so. Ja, das ist logisch. Ne? Aber was mich wirklich immer erstaunt hat, ist, dass, ich meine, es ist in vielen anderen Bereichen auch so, solange es mich nicht selber betrifft, gibt es das Problem nicht. Ich habe erst kürzlich von einem Psychotherapeuten gelernt, die Melanie Klein, die hat 1972 ein Buch geschrieben und die gilt als Pionierin der Kinderpsychologie. Und die hat gesagt, dass schon Kinder in den ersten 3 Jahren
zwischen den Eltern hin und her wechseln, ja, mal ihre Zuneigung zum Vater hin verstärken, dann zur Mutter hin. Und es wechselt da schon hin und her. Ja, wir haben quasi schon ein faktisches Wechselmodell schon bei Kindern unter 3 Jahren, weil durch diesen Wechsel zwischen den Eltern kann das Kind sein Ich entwickeln, weil es nimmt dann die Eltern als Introjekte auf, ja, als äußere Bilder, die es in seine Persönlichkeit integriert und dadurch dann sein eigenes Ich entwickeln kann. Und wenn das fehlt, dann kommen die entsprechenden psychischen Störungen. Das heißt, ohne die Doppelresidenz, ohne das Wechselmodell als Standard, verletzen wir das Kindeswohl. Man könnte ja hingehen und einfach sagen, also zuerst mal muss man auf jeden Fall eine bestimmte Machtkonstellation, die darf man nicht dulden. Hm. Weil das Gericht hat ja nicht nur die Interessen der Mutter zu vertreten, sondern die elterlichen Interessen der Mutter, sondern genauso die elterlichen Interessen des Vaters und die Interessen des Kindes. Und das muss ja zusammengeführt werden. Und wenn aber immer die Annahme ist, latent, dass die Kinder, so, wenn man es nicht genau weiß, dann prinzipiell eigentlich zur Mutter gehörten, dann ist das einfach, dann muss man das schon irgendwie rechtfertigen können auch. Ja, und das Problem ist, ich kenne ja einige Gerichtsbeschlüsse über die freifam.de-Seite, wird ja mir unter uns immer wieder was zugeschickt. Und das Auffallende ist, dass immer nur, also was heißt immer nur, also ich sage mal, in 95% der Fällen steht in den Beschlüssen, im Sinne des Kindeswohls, aufgrund des Kindeswohls, aus Kindeswohl-Gesichtspunkten. Und es war's, es steht dann nicht drin, die Begründung, was denn diese Kindeswohl-Gesichtspunkte drin, sondern es wird quasi mit einem Wort begründet oder gerechtfertigt. Man sagt, das ist für das Kindeswohl das Beste und dann Punkt. Dann erfährt man nichts mehr. Das heißt, es ist ein Formelsatz, es ist ein hohler Satz. Da stecken die Richter keine Arbeit rein. Das ist ja auch immer so ein Vorwurf gewesen, auch in vielen anderen Verfahren, aber auch in meinem Verfahren eigentlich, dass es eigentlich dass die Qualität der Überprüfung der angegebenen Fakten einfach sehr zu wünschen übrig lässt. Weil wenn man schon nach Aktenlage entscheidet, dann muss man eigentlich ja auch nachfragen. Also wenn man das jetzt wertfrei, was jetzt an Urteil rauskommen soll, dann muss ich ja eigentlich auch nachfragen, was einem nicht so schlüssig erscheint. Und dann sind wir natürlich auch bei diesem leidigen Thema mit den Gutachtern. Ja, also die Gutachter, die eigentlich gar nicht entsprechend ausgebildet sind, die den Richtern dann die Gutachten liefern müssen, damit diese Verfahren halt schnell, dann sind wir nicht bei Qualität, dann sind wir einfach schnell abarbeiten. So, wenn wir das so machen wollen, dann führt das halt zu diesen Ergebnissen. Dann wird einfach per Aktenlage relativ schnell entschieden, ja, okay, so machen wir das. Und dann werden dann auch eigentlich Strategien eingeführt, dass eben möglichst schnell möglichst viele Revisionen dann auch entsprechend abgeschmettert werden. Und dann kann man eigentlich nicht mehr davon sprechen, dass jeder sein Recht wahrnehmen könnte. Ja, und das gibt es auch in anderen Rechtsbereichen, ist das auch so. Und in der Familiengerichtsbarkeit ist es auch so. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das jetzt in der letzten Zeit verändert hat, ne? Aber dazu müsste man ja auch einfach mal, dazu müsste es ja auch entsprechende Fakten geben, dass jemand sich mal aufmacht und wirklich Verfahren im großen Maßstab einfach nur einfach analysiert und dann daraufhin auch entsprechende Schlüsse zieht. Ne? Anonymisiert im Prinzip mal alle in allen verschiedenen Amtsgerichtsbezirken und Oberlandesgerichtsbezirken einfach ein Controlling darüber, inwieweit die Gesetze so angewandt werden, wie es eigentlich sein sollte. Ja, und leider werden ja die wenigsten Familiengerichtsbeschlüsse auch anonymisiert veröffentlicht, sodass man das auch mal wissenschaftlich machen könnte. Aber jetzt, wir haben ja einige Kommentare auf Facebook, lass mich mal draufschauen, dass wir da die mal aufnehmen hier. Jetzt muss ich mir mal erstmal alle anzeigen lassen. Okay, erstmal haben wir hier coole Show, Glückwunsch, sagt hier jemand. Dann haben wir hier einen Kommentar. Der Begriff Kindeswohl wird sehr gerne als Totschlagargument missbraucht, um einen Elternteil rauszukicken. Genau.
haben wir ja besprochen. Ich weiß nicht, wie ich mir hier auf jeden Fall alle Kommentare anzeigen lassen kann. Ja, da muss ich da auch ein bisschen zurückscrollen. Warte mal kurz was. Naja, dann ist hier noch ein Kommentar. Es geht ja nicht erst los, wenn die Kinder den anderen Elternteil nicht mehr oder nur noch selten sehen, sondern zu dem Zeitpunkt, wenn es ein Machtgefälle gibt, dann müssen sich die Kinder irgendwann auf die Seite eines Elternteils schlagen und dann richtet es definitiv nachhaltigen Schaden an. Deine Tochter hat sich ja auf deine Seite geschlagen. Nee, hat sie nicht. Also sie hat eigentlich, was nicht minder schädlich ist. Also sie konnte sich auf keine Seite schlagen. Sie hat eigentlich immer ihre Mutter, also wir haben jetzt nicht andauernd schlecht über ihre Mutter geredet und ihre Mutter hat auch nicht andauernd schlecht über mich geredet. Ne, aber immer dann, wenn im Prinzip aufgrund von einer Diskussion, also sie musste das immer moderieren. Sie konnte sich nicht einfach auf eine Seite schlagen. Das hat sie nie gemacht. Ne? Und, aber du hast natürlich recht, im Prinzip wird ein Kind dann dazu mehr oder weniger genötigt, je nachdem, wie die Eltern das halt einfordern. Aber dieses, was der Zuhörer, Zuseher eben meinte, mit diesem Machtgefälle, das ist ja das Kernproblem. Wir haben einfach ja zwei gleichwertige oder drei gleichwertige Interessen. Da darf es eigentlich kein Machtgefälle geben. Weil eigentlich jedes Elternteil die gleichen Rechte und Pflichten am Kind haben. Ja, und das Interessante ist ja auch, wenn wir so über Grundrechte reden, die Eltern haben ja ihre Grundrechte und die Kinder sind ja geboren mit Grundrechten und eigentlich haben ja die Eltern die Aufgabe, die Kinder im Sinne dieser Grundrechte zu erziehen. Damit die Kinder auch verstehen. Ja? Das heißt, eigentlich, wenn ein Kind nicht in der Gleichberechtigung der Eltern erzogen wird oder nicht erzogen werden kann, wird dem Kind die Möglichkeit genommen, das Grundgesetz zu erleben. Das heißt, die Gerichte, die heute Kinder hauptsächlich dann der Mutter zuweisen nach der Trennung oder Scheidung, nehmen ja den Kindern die Möglichkeit, zum Beispiel eine gleichberechtigte Erziehung zu erleben, was es heißt, gleichberechtigte Eltern zu haben. Also was ich sagen will, ist, es gibt nicht nur diese Gleichheit dieser Position Eltern und Kinder, es gibt auch noch eine Aufgabe der Eltern, den Kindern diese Gleichheit zu vermitteln, diesen Wert, dass wir alle Menschen sind, unabhängig davon, welches Geschlecht, wie viel Geld, welchen politischen Einfluss und so weiter wir haben. Ich glaube einfach, dass man, wenn wir davon ausgehen, dass wir uns alle mehrfach in unserem Leben trennen, dann wäre es einfach total wichtig, eine Trennung zu verstehen. Und es wäre super, auch wenn die Kinder was davon verstehen könnten, also altersadäquat. Ja, also nicht, die müssen nichts wissen, was sie in dem Alter noch nicht verdauen können oder was sie nicht wissen müssen. Aber dass man einfach dieses, dass Eltern sich trennen oder dass Liebe zu Ende geht, dass das einfach zum Menschsein gehört, dass es manchmal auch viel besser ist, wenn sich Menschen trennen, dass die wieder vielleicht ein anderes leben können, wieder so, wie sie das möchten. Und dass Kinder heutzutage so groß werden, dass eine Trennung auch zu managen ist und dass auch für die Kinder das gar nicht so schlimm ist. Dass es mitunter schlimmer sein könnte, wenn Eltern sich nicht trennen und die Kinder haben das Gefühl, haben sich meine Eltern eigentlich noch lieb. Ich sehe da mal andere Eltern, die fassen sich schon mal an oder die gehen ganz anders um. Was ist eigentlich mit meinen Eltern los oder so? Ne? Kinder können auch schon viel mehr Empathie und viel mehr Beziehungsfähigkeiten entwickeln. Ja, indem man auch offen über, worüber dann man sich streitet und welche verschiedenen Auffassungen es da gibt. Ne? Und ich glaube, dass, also unsere Gesellschaft muss sich auf jeden Fall überlegen, wie sie das besser managt. Also wie das jetzt gemanagt ist, ist es zumindest für die 10, 15, 20% der Eltern, die es nicht managen können, die haben keine Hilfe.
Und du hast das Thema Liebe angesprochen. Es ist die Frage, wenn sich Eltern trennen und du hast gesagt, die lieben sich dann nicht mehr, haben sie dann nicht die Aufgabe, eine andere Form von Liebe zu leben, nämlich die, wo ich sage, okay, es kommt nicht mehr darauf an, ob du als meine Ex-Frau oder mein Ex-Mann meine Bedürfnisse weiterhin befriedigst, sondern jetzt sind wir auf einer anderen Ebene der Liebe, wo wir sagen, wir sind Eltern und wir respektieren unsere Elternrechte und vermitteln unseren Kindern Werte, die über uns als Eltern stehen. Weil wenn ich eine Mutter bin, die die Möglichkeit hat, ja, beim Jugendamt, beim Gericht durchzukommen und die Kontrolle über die Kinder zu behalten, dieses Machtspiel, diese Verfügungsgewalt auszuüben, dann bin ich ja noch in dieser Erwartungs-Versorgungsliebe drin. Ja. Ich bin ja enttäuscht von meinem Ex-Partner und gönne ihm die Kinder sozusagen nicht. Ich will die Kinder kontrollieren, um vielleicht auch das, was da fehlt vom Ex-Partner, durch die Kinder ein Stück weit erfüllt zu bekommen. Aber es ist doch eine andere Form von Liebe, zu sagen, wir haben uns getrennt, wir sind kein Paar mehr, aber es gibt Werte, die sind, gehen über unsere Beziehung hinaus. Und einer dieser Werte ist, ich erkenne dich als Elternteil genauso an wie mich. Du bist gleichberechtigt und ich will auch, dass unsere Kinder diese Form von, ich sag mal, höherer Liebe auch erleben dürfen. Also ich, was ich immer so interessant fand, war, dass viele, bei vielen Vätern, die wirklich massive Probleme dann hatten, ihre Kinder zu sehen, dass die vermeintlich dann diejenigen waren, die eigentlich stärker waren als die Frauen. Und dass die Frauen dann sozusagen, ich meine, es gibt ja auch viele stärkere Frauen als Männer. Ja, also, aber in dem Fall war es total häufig, dass gerade starke Männer, interessierte, engagierte Männer, dass die Frauen sich dem nicht gewachsen fühlten und dann irgendwie halt ihre bessere rechtliche Position benutzt haben. Das habe ich bei ganz vielen, also ne, ich, im Zuge dieses Verfahrens habe ich vielleicht mit 1000, 1500 Problemfällen im Laufe dieser Jahre immer mal irgendwie gesprochen. Ja? Und es war total häufig so, das waren alles wirklich, das waren größtenteils engagierte, interessierte, zugewandte, Kindern zugewandte Väter, ja, wo der Otto-Normalverbraucher irgendwie eigentlich sagen würde, hä, wieso ist das so? Das kann man gar nicht verstehen. Das ist gerade die diese Probleme haben und die Väter, die eigentlich dieses Stereotype-Bild weiterleben, die haben damit gar kein Problem. Die sagen, okay, überweise ich mein Geld, ich bin ja sowieso auch immer derjenige gewesen, der die Kohle mit nach Hause gebracht hat, dann bin ich hier der Feierabend, der Entertainment-Vater, alle zwei Wochenenden, hab hier mein männliches Rollenbild und ich meine, die Gesellschaft ist ja total vielfältig, es gibt ja alles Mögliche. Ja, und das ist ein guter Punkt, ich meine, die Väter, die engagierte Väter sind, da ist ja vielleicht die Beziehung genau deshalb auseinandergegangen, weil die Mutter, die Kinder für sich wollte, ja, sich auch darüber identifiziert hat, dass sie Mutter ist, dann ist da ein Partner und Vater, der sich mehr engagiert, als es der Mutter lieb ist. Und dann hast du natürlich irgendwann, das merkst du vielleicht als Vater nicht sofort, aber dann fängt es an zu knirschen in der Beziehung und du merkst so unterbewusst, irgendwas stimmt hier nicht. Ich werde nicht so akzeptiert, wie ich bin. Ich habe hier nicht die gleichen Möglichkeiten. Der Zugang zu den Kindern, den muss ich über die Mutter bewerkstelligen. Ja, ich sollte zum Beispiel, wenn eine Mutter sagt, du bitte helf mir doch mehr mit den Kindern, dann heißt es ja so viel wie, ich bin der, der sich um die Kinder kümmert und du bist der, der mir hilft mit den Kindern. Ja? Aber du hast ja als Vater selber direkten Zugang zu den Kindern. Warum sollst du der Mutter helfen? Du hilfst halt einfach den Kindern. Ja? Und da kann ich mir gut vorstellen, das ist ganz wichtig. Ich lasse mich nochmal reinschauen. Ich habe jetzt vorhin rausbekommen, wie ich die anderen Kommentare auch sehen kann in Facebook. Ich blätter mal gerade durch. Hallo Leute, ich finde es selbstverständlich, dass Kinder beide Eltern haben. Wir führen das Wechselmodell seit 5 Jahren perfekt für alle. Danke nochmal für den Kontakt, Sandra. Okay, gut. Hier steht ein anderer, Familienrecht ist gesundheitsgefährdend und ich kann nur froh sein,
einen Familienrichter erhalten zu haben, der die Mutter meiner Tochter für einige Tage in Haft gesetzt hat. Seither klappen die Umgänge und darüber bin ich sehr, sehr froh. Ja, das ist wahrscheinlich eher selten so, dass da ein Richter wirklich konsequent gegen eine Mutter vorgeht, die den Umgang-Boykott durchführt. Also es muss halt was bemessen werden. Also wenn eine Mutter sich falsch verhält, ja, dann, und du bist Richter oder Richterin, ja, dann musst du natürlich erstmal überhaupt davon, also du musst ja erstmal in deinem Kopf haben, das könnte ja möglich sein. Ja, weil es genauso wie es bei einem Vater möglich sein kann, dass der sich nicht seiner Verantwortung entsprechend verhält. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass ich nicht Stereotyp das alles behandle, sondern dass ich wirklich in diesem Einzelfall mir das angucke und gucke, was macht da eigentlich keinen Sinn bei. Ja, wenn du mit einem Menschen sprichst, dann kannst du das ja auch irgendwie, kannst ja auch gucken, was ist ja, das? Jetzt, ja, ne? Man weiß, ich finde es so erstaunlich, wenn ich im Familiengericht sitze, dass es keiner unnormal findet, dass eine Mutter sagt, er soll die Kinder nur jedes zweite Wochenende sehen. Schon das allein ist doch unnatürlich. Ja, da muss ich doch als Jugendamtsmitarbeiterin, als Verfahrensbeistin, als Gutachter, als Richter sagen, hier stimmt was nicht. Warum will denn die Kinder nicht, dass die Mutter nicht, dass die Kinder genauso so oft zum Vater gehen wie zu ihr? Da liegt doch schon anders, das Problem. Weil die Norm anders ist. Die Norm, genau. Die Norm ist nicht, dass, also die Norm könnte ja auch sein, da haben jetzt zwei Menschen 5 Jahre zusammen gelebt und 2 Kinder in die Welt gesetzt oder eins, wie auch immer. Und jetzt trennen die sich. Und warum lassen wir das nicht alles so, wie das vorher war? Einer zieht halt aus, ne? Und ansonsten besteht jetzt kein juristischer Nachteil, wenn derjenige, der jetzt zum Beispiel auszieht, sagt, okay, wir wollen das Nest so behalten, ich ziehe aus, aber ich will aber dadurch jetzt nicht irgendwie an meinen Rechten irgendwie was verlieren, dass ich ausziehe zum Beispiel. Also dass man irgendwie einfach sagt, wie ist das denn vorher gewesen? Also in meinem Verfahren hat niemand gefragt, wieso hat das denn vorher eigentlich geklappt oder was hat vorher nicht geklappt? Warum wird das jetzt auf einmal anders gemacht? Warum, wenn die jetzt 15 Kilometer weit wegzieht, wieso muss ich deswegen das Doppelresidenzmodell in ein Residenzmodell ändern? Warum? Es hat doch alles gut geklappt. Du, ich kenne einen Vater, der hat sein Kind hauptsächlich betreut. Dann kam die Trennung. Dann weil er ausgezogen ist, so war dann das Kind 2 Monate bei der Mutter hauptsächlich. Dann ging es vor Gericht, dann hat das Gericht gesagt, aus Gründen der Kontinuität bleibt das Kind bei der Mutter. Obwohl das nur 2 Monate waren. Ja. Und das ist halt das Problem, dass, ja, haben wir eine pathologische Gesellschaft oder haben wir im Familiengericht und an Jugendämtern eine Pathologie, dass da Menschen in diesen verantwortlichen Positionen sich gar nicht fragen, ob eine Mutter vielleicht, wie soll ich sagen, mental beeinträchtigt ist, wenn sie dem Vater nicht einfach gleichberechtigt die Kinder gibt, wenn er es denn auch machen möchte. Ja? Dass da keiner auf die Idee kommt, sondern dass es quasi norm, vielleicht wird es ja sogar als Mutterliebe betrachtet, dass eine Mutter die Kinder kontrollieren will. Vielleicht ist da irgendwas in unserer Gesellschaft oder zumindest an den Familiengerichten und den Jugendämtern bei diesen Menschen nicht richtig in dieser Ansicht. Also in der normalen Gesellschaft ist das auch noch weit verbreitet. Wie kann die Mutter zulassen, dass die Kinder bei dem Vater leben? Das ist eine völlig normale Auffassung bei ganz vielen Leuten, die halt, für die das eben klar verteilt ist sozusagen. Und ich meine, guck dir die Arbeitswelt an, wie lange man braucht, hier in Deutschland andere, offenere Arbeitszeitmodelle zu haben. Also das ist alles ganz, ganz schwierig. Ja, und die Leute, die Menschen schaffen sich ja dann schon selber in Eigenverantwortung. Also wir haben eine Familie gegründet auf der Tatsache, dass wir sie auch gründen konnten. Ja, also wir haben selber geregelt, wie das, also wir hatten keinen Kindertagesstättenplatz oder sonst was. Wir hatten Großeltern, die geholfen haben
Und wenn du nicht selber so ein Netzwerk hast oder eine Infrastruktur hast, um dir helfen zu können, da kannst du nicht noch danach noch im Beruf machen. Ja, also ich bin dann um 4:30 morgens aufgestanden über 4 Jahre, bis die Kleinen dann im Kindergarten waren, um meine Kundschaft im Prinzip weiter zu behalten. Ne? Und das ist ja, und dann hatten wir noch das Glück, dann hast du dann das Glück, wenn du dann einen Kindertagesstättenplatz irgendwie hast. Das sind ja eigentlich, du bist ja eigentlich, also dieser Belastungsgrad, in dem die Familien dann auch stehen, ich meine, da muss uns irgendwie nichts wundern eigentlich, dass da so viel dann auch echt schief geht, sage ich. Ich schaue mal noch in Facebook rein. Gerne. Hier ist noch ein Kommentar. Dieses Aufwachen, wenn du plötzlich merkst, dass du da ganz alleine stehst und eigentlich was ganz Normales willst, aber angesehen wirst, als kommst du von einem anderen Stern. Ja, das ist, du willst, du bist im Prinzip dieser Norm voraus oder du bist dieser Norm enteilt, ja, und hast eine viel bessere Norm irgendwie entwickelt, die viel mehr an Gleichberechtigung und an Engagement für dein Kind gebunden ist, und der Staat sagt einfach, das interessiert mich eigentlich nicht. Sag mal, du hast vorhin gesagt, dass dieser Kampf bis zum EGMR, dass der gar nicht so belastend war. Aber was, wenn jetzt deine Tochter von ihrer Mutter so beeinflusst worden wäre, dass die irgendwann gesagt hätte, ich will meinen Papa gar nicht mehr sehen? Wie wäre es dir dann gegangen? Hättest du den Kampf oder diesen Streit ausgehalten? Also ich war mir schon relativ früh im Klaren dadurch, dass natürlich, wenn die Mutter auch immer Nutzen davon hat, dass der Vater sich einbringt, dass das eine gute Sache ist, um das letztendlich, dass es in eine positivere Richtung läuft. Ne? Und das hätte alles schlimmer sein können. Wie ich darauf reagiert hätte, weiß ich nicht. Ne? Also der einfachste Weg wäre ja gewesen, sie wäre jetzt wieder in ihre Heimat nach Eckernförde zum Beispiel dann irgendwie umgezogen. Oder habe ich ja auch viele andere Väter dann, also die nächste Waffe war dann einfach den Wohnort zu wechseln und möglichst weit wegzuziehen. Und wenn dann eine Mutter auch keine großen familiären Bindungen hat, und dann ist es einfach auch egal, ob man jetzt da wohnt, wo man herkommt, oder ob man dann woanders hinzieht. Habe ich so viele Väter auch gehabt, wo dann auch noch dieses örtliche Problem dann dazu kam. Und wo es gar keine Möglichkeit gab, jetzt vor Gericht dann irgendwie zu erwirken, die kann doch jetzt nicht einfach, also wenn wir uns trennen, wir haben das Kind ja auch hier in dieser Örtlichkeit auf die Welt gebracht, dann müssen wir, sind wir doch auch irgendwo auf eine Art und Weise hier auch verpflichtet, auch dafür zu sorgen, dass der andere, dass wir gegenseitig uns zugestehen können, dass das Kind auch beide Eltern sehen kann. Ne? Aber dieses, dass beide Kinder, also dieser große Slogan dann auch immer vom Väteraufbruch, ne, dass die Kinder beide Eltern, möglichst viel von beiden Eltern irgendwie haben sollten, oder alle Kinder beiden Eltern, oder ich weiß nicht genau, wie der Spruch war, das ist ja irgendwie, also lange Jahre, jetzt ist es glaube ich nicht mehr so extrem, war das ja einfach so, dass das gab ja auch immer dieses Argument, dass Konflikte nicht auf des Kindes Rücken ausgetragen werden dürften. So, ne? Das waren ja immer so komische, krude Argumentationsketten. Also die Konflikte müssen ausgetragen werden. Natürlich sollen die nicht auf des Kindes Rücken ausgetragen werden, aber sie müssen schon irgendwie ausgetragen werden. Und wenn sich dann gestritten wird, und das sind dann verschiedene Erziehungsauffassungen, und das soll dann schon wieder irgendwie die Position dann der Mutter stärken, dann haben wir einfach keinen, das ist einfach eine Schwachsinns-Argumentationsgrundlage. Das ist einfach nicht ernsthaft über das Problem reden, dass zwei Menschen sich trennen und sich jetzt überlegen müssen, wie machen wir es jetzt mit dem Kind? Wie regeln wir das? In dem Grunde undemokratische Denkweisen, die da am Familiengericht absolut herrschen. Ja, im Grunde verschweigt man das Problem. Man sagt, die Kinder sollen davon nichts erfahren. Wir halten die quasi in dieser Blase. Eure Kindheit ist total in Ordnung. Macht einfach weiter so, spielt einfach. Die Eltern, die streiten sich halt. Wir halten das alles von euch fern. Ihr sollt dann nichts daraus lernen. Ihr sollt auch mit den Eltern nicht darüber reden. Dabei ist ja so eine Trennung ja auch eine Chance für die Kinder, weil die Kinder sehen doch da, dass irgendwas mit den Eltern nicht stimmt. Ja, also Kinder, die in einer
sogenannten intakten Beziehung drin sind. Ja, wie intakt sind die eigentlich? Und das sieht halt alles gut aus, aber das Kind hat irgendwie Probleme, aber die brechen nicht auf. Aber bei getrennten Eltern muss ein Kind sich einfach sagen, irgendwas stimmt halt mit meinen Eltern nicht. Ja? Und wird vielleicht später sich dann damit auch auseinandersetzen können, weil es gab da diese Probleme. Aber das wollen die Richter nicht. Wir sind doch in einer Demokratie. Wir wollen doch, dass Probleme benannt werden, Meinungsfreiheit, dass man ausspricht, was man denkt und fühlt, dass man dann darüber redet, Lösungen findet und so weiter. Aber dieses, ich sag mal, konfliktzugewandte, auch offene Denken herrscht am Familiengericht offenbar nicht. Ja, es ist halt, man muss sich auch immer überlegen, ne, wie viele Väter sind dann tatsächlich betroffen oder sind auch immer einige Mütter betroffen. Und wenn man die ganze Szene über all die Jahre dann auch immer, ne, das sind ja alles so einzeln versprengte, das sind irgendwie so vielleicht 5.000, 10.000 Leute, dann wächst sich das Problem aus. Dann hat man auch irgendwie anerkannt, ich kann hier nichts ändern. Ne? Und jeder muss ja auch irgendwie leben. Und dann haben... Hey, Maus. Hi. Hallo. Das ist die... Ich glaube, die Mama möchte nicht, dass du hier... Das wird nämlich auf YouTube gleich... Oder kann auf YouTube sehen. Ich glaube, die möchte nicht, dass du... Müsste rausschneiden. So. Ja, wo war ich stehen geblieben? Auf jeden Fall, wenn man bei komplexen Problemen muss man auch wirklich eine komplexe Sachlage erstmal auch beschreiben, bevor man dann irgendwie anfängt zu sagen, oh, da ist ein Problem. Und das kann zum Beispiel das Kind, so eine Kindeswohldefinition sein. Das kann aber auch sein, dass man sagt, mit dem Doppelresidenzmodell haben wir doch eigentlich auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht, dass man dazu übergeht und sagt, es gibt bestimmte Gruppen von Frauen, die produzieren eigentlich bestimmte Probleme. Ja? Nicht die Frauen, sondern es gibt bestimmte Frauen, die produzieren bestimmte Probleme. Es gibt bestimmte Männer, die produzieren bestimmte Probleme. Zum Beispiel dieses Thema, dass Männer irgendwie akzeptieren müssen, dass sie Unterhalt bezahlen müssen. Ja, dann diese Kopplung, dass ein Vater nicht mehr einsieht, Unterhalt zu zahlen, wenn er auch in seinen Elternrechten so stark beschränkt wird. Oder dass ein Vater sich ungerecht behandelt fühlt, dass er 40-50% das Kind sieht und trotzdem noch den vollen Unterhalt zahlen muss. Auch das sind ja auch alles Dinge, die gerade auch diskutiert werden oder schon, ne, was in Zukunft auch wahrscheinlich umgesetzt werden kann, ne? Das sind alles so Ungerechtigkeiten oder alles so, es gibt so viele kleine Baustellen und das muss jemanden geben. Und eigentlich wäre das, müsste dieses Controlling ja eigentlich auch die komplette Familiengerichtsbarkeit anschauen und müsste einfach selbstkritisch fragen, machen wir das eigentlich gut? Mhm. Und was machen wir gut? Oder was machen wir jetzt, was ist schon moderner ausgerichtet, wo funktioniert was nicht so gut? Ja, welche Probleme haben wir eigentlich gelöst durch eine gute Rechtsprechung? Und wo sind auf einmal Probleme eskaliert und wer hat da eigentlich welches Recht gesprochen? Das natürlich müsste halt jemand machen. Ja, selbst wenn du gute Gesetze hast, heißt es ja noch nicht, dass die Gerichte das sofort nachziehen oder dass sie überhaupt dann ihre Rechtsprechung ändern. Das ist ja dann auch damit noch nicht gesetzt. Ja, aber das ist ja jeder Richter ist ja frei in seinen Entscheidungen. Und der Bundesgerichtshof, der überprüft dann halt, wie die Gesetze angewandt worden sind. So, aber natürlich funktioniert das auch nicht alles immer so, wie man sich das in seinem normalen Gerechtigkeitsdenken so vorstellen würde. Ne? Also du hast manchmal Verfahren, wo du denkst, ey, das ist doch ein Recht, also es ist eigentlich ein Rechtsbruch oder das kann man doch eigentlich nicht so machen. Und trotzdem passiert nichts. Ja. Lass mich noch kurz in Facebook reinschauen. Wir haben noch 5 Minuten. Hier schreibt jemand, ich hoffe so sehr, dass sich im Familienrecht etwas wandelt. Ich stehe kurz davor, gerichtlich tätig zu werden. Und da der Umgang, den die Mutter zulässt, mir für meinen kurzen 1,5 Jahre, 2x die Woche für ein paar Stunden, viel zu gering ist, um ein guter Vater zu sein. Die Familienberatung, in der wir seit über einem Jahr sind, bringt leider nicht viel, weil sie sich leider als alleinerziehend und nicht als getrennt erziehend versteht. Dabei wäre ein paritätisches Wechselmodell problemlos
organisatorisch möglich. Ich glaube, so geht es heute ganz vielen. Und der das geschrieben hat, viel Glück am Gericht. Ich hoffe, es wird ein positiv kurzer Weg und nicht wie im Normalfall ein langer, schwerer Weg. Was haben wir noch hier? Trennung kann auch als Chance gesehen werden. Und warum sollte ein Kind zwangsläufig darunter leiden? Richtig? Genau, dann hätte ich jetzt meine letzte Frage an dich. So bis 1959 hatte ja der Vater das Vetorecht. Wenn die Eltern sich nicht einigen konnten nach der Trennung, hat der Vater halt gesagt, die Kinder kommen zu mir oder zu dir. Ja? Das hat sich jetzt geändert. Hat das Pendel, ist es auf die andere Seite rübergegangen? Hat man im Übereifer des Feminismus hier die Väter benachteiligt? Also ich glaube, man hat auf jeden Fall die Väter benachteiligt, die sich die Rechte eigentlich durch kompetentes, verantwortliches Handeln verdient haben. Die hat man im Prinzip bestraft dafür, dass ein Patriarchat natürlich immer noch in unserer Gesellschaft vorhanden ist. Und natürlich viele Väter sich noch so verhalten, wie es nicht so doll ist. Aber je größer der Wandel ist, umso mehr, umso besser sind die Väter auch irgendwie geworden für ihre Kinder. Ja, und diese Vermischung aus Frauenrechten, ne, man sagt zwar immer, diese Vermischung von Frauenrechten und Kinderrechten, das ist einfach irgendwie eine komplizierte Sache. Also ich finde immer gut, wenn man einen Plan hat, worüber man spricht. Also ob man darüber spricht, ob Frauen diskriminiert werden, das ist ein wichtiges Thema. Und ob man und dass man darüber spricht, dass man eigentlich viel zu wenig über Kinder spricht. Und interessant finde ich auch, dass eigentlich auch im Nachhinein relativ wenig erwachsene Kinder, die diesen Konflikt durchleben mussten, also dass man relativ wenig in den Medien von solchen Kindern erfährt, die ihre Sicht der Dinge, also ich kann mit meiner Tochter da häufig drüber reden, auch immer, wir machen das immer wieder, ne? Also die war dann zum Beispiel gar nicht so sehr für das Doppelresidenzmodell, ne? Sondern die sagte, sie hätte das damals ganz schlimm gefunden, dass sie dann immer die Schulsachen, was sie da immer alles mitschleppen musste und sonst was, ne? Und aber wenn uns die Kinder wirklich das Wichtigste sind, dann müssen wir auch einfach ermitteln, was die Kinder am wichtigsten finden. Aber das wissen wir aber eigentlich gar nicht. Ja, weil wie willst du das in die Zukunft projizieren? Und wir hatten es ja vorhin, wenn du als Vater jetzt dem Kind zum Beispiel etwas nicht gibst, um seine Frustrationstoleranz zu erhöhen, ja? Die Mutter aber sagt, nein, nein, das musst du ihr geben, weil sie das Kind nicht leiden sehen will. Wer ist denn jetzt der bessere Elternteil? Und wenn halt das Rollenverständnis so ist, ja, wenn Mädchen so erzogen werden, dass sie nachher Mütter werden, die das Leid von den Kindern abhalten, und die Jungs so erzogen werden, dass sie ihre Kinder dann mit einer erhöhten Frustrationstoleranz erziehen, dann sieht es für eine Mutter immer so aus, als würde ein Vater das Kind leiden lassen, wenn er sagt, nein, du kriegst jetzt keine Süßigkeiten, bevor du nicht ausgegessen hast. Ja, das ist ja so das typische Beispiel, wo die Mutter sagt, du musst nicht alles aufessen, du kannst jetzt ruhig schon mal den Nachtisch essen. Aber das sind die Alltäglichkeiten, das ist nicht geschlechterspezifisch. Ja. Da kann der Vater mal der Strenge sein, da kann die Mutter mal der Strenge sein. Das ist immer, und das sind Belanglosigkeiten im Prinzip. Richtig. Natürlich, wie eben schon gesagt, verschiedene Erziehungsstile gibt es in allen Partnerschaften. Ja, was ich sagen will ist, es kommt ja jeder mit seiner Prägung und Perspektive rein. Das heißt, das, wo du sagst, das muss meine Tochter jetzt durchhalten und ich weiß, sie kann da durchgehen. Da wird jeder andere sagen, das ist ein ganz schlechter Erziehungsstil. Er ist nicht empathisch, er hört nicht zu, er sieht nicht, wie seine Tochter leidet. Ja, dabei ziehst du es ganz genau und du weißt, das muss ich jetzt lernen, es selber zu machen. Und da kommt jeder mit seiner Prägung rein, weil du sagst, wir wissen nicht, was das Kindeswohl ist. Nein, wir wissen es nicht. Und wenn Kinder von getrennten Eltern in dieser Situation sind, natürlich kann man sagen, oh, die armen Kinder leiden, die Eltern haben sich getrennt und so weiter. Man kann auch sagen, wie es zum Beispiel eine ehemalige Lehrerin zu meiner Tochter gesagt hat, alles, was du jetzt erlebst, wird dir später im Leben helfen. Man kann es auch als Wachstumschance sehen. Ja.
Also Streit und Auseinandergehen, Trennung, damit muss man im Leben klarkommen. Also die wenigsten Menschen werden davon verschont. Und sei es der Tod von einem wichtigen Menschen oder sei es, ja, also das ist irgendwie, ja, also es ist auf jeden Fall dieser ganze Komplex, also auch in diesem Zusammenhang mit dieser großen Trennungsrate, der Veränderung der Geschlechtsrollen und was da alles in den letzten 40, 50 Jahren passiert ist, ist echt eine große Aufgabe, das zu handeln. Aber wenn man das nicht versucht und einfach so ein altes System einfach so weiterläuft und nur an so ein paar Stellen, also das, was an nur einer gemeinsamen Sorge festzumachen, das ist die gemeinsame Sorge, ist nichts. Es gibt so viele Väter, die haben die gemeinsame Sorge, aber das bringt denen null. Hm. Ja, weil ne, das ist einfach nur ein kleiner Randbereich. Aber damals war es halt ein Machtinstrument. Oder in meiner Sache war es das entscheidende Machtinstrument. Ne, wenn man dann weiter davon ausging, dass das Sorgerecht dann sozusagen ein Mittel war, elterliche Gestaltungsmacht irgendwie wirken lassen zu können. Ne? Hm. Aber am Ende bedarf es einfach dieser Verantwortung. Also ich finde, die Eltern, der Staat muss Menschen helfen, die das nicht alleine auf die Kette kriegen, immer unter der Maßgabe, dass das Kindeswohl eigentlich vielleicht am besten damit definiert ist, dass man wirklich etwas macht, das am Ende dem Kind auch wohl ist. Und nicht, weil es jetzt nur zur Mutter oder nur zum Vater geht, sondern weil wirklich tiefergehend diese Trennung überwunden werden kann, die für jedes Kind halt immer eine Vertreibung aus dem Paradies ist. Ja. Aber wenn ein Mensch sich eben nun mal entscheidet, dass er sich trennen will, dann ist es eben so. Okay. Aber der trennt sich nicht vom Kind. Ne? Also man trennt sich ja dadurch nicht vom Kind, sondern nur vom Partner. Genau, das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Horst Zaunegger im allerersten Freifarm Live-Gespräch. Ganz herzlichen Dank an dich. Ja, danke auch. Dank auch an alle, die auf Facebook zugeschaut haben, Kommentare geschrieben haben. Vielen Dank. Und wir haben ja im nächsten Live-Gespräch am 10. Oktober, das ist ein Donnerstag, 19.30 Uhr, den Klaus Fiegel. Das ist der Vater, der bis vor den Bundesgerichtshof gegangen ist, um das Wechselmodell, den Beschluss zu erwirken vom 1. Februar 2017. Durch den das Wechselmodell in Deutschland dann überhaupt erst so richtig bekannt wurde und viele Väter auch wie ich dann aufgrund dieses Beschlusses gesagt haben, ah, da gibt es sowas wie das Wechselmodell, das könnte ich ja beantragen. Und dem Klaus Fiegel sein Beschluss, sage ich mal, vom BGH hat ja auch viel mit dem Paragraph 1626a im BGB zu tun und mit dem, was du erreicht hast. Man sieht, da ist sozusagen die Fackel weitergegeben worden an einen Vater, der dann über 7 Jahre danach dann etwas erreicht hat. Horst, vielen Dank. Es sind jetzt dann bald 10 Jahre, die es her ist mit dem EGMR-Beschluss. Wir haben also Jubiläum. Vielen Dank für deinen Einsatz, dein Engagement, für deine Liebe zu deinem Kind, die dich getragen hat, zu einem Punkt, wo auch anderen Eltern und Vätern auch geholfen werden konnte, dass die ihre Liebe zum Kind weiterleben können. Ich bedanke mich in diesem Sinne nochmal sehr herzlich bei dir und ich hoffe, dass wieder alle am 10. Oktober dann dabei sind beim nächsten Freifarm Live-Gespräch. Okay, alles Gute, Sandro, für deinen Beitrag. Ciao. Ciao. So, jetzt muss ich erstmal die Maus hier rüber kriegen. Okay, ich bin raus, ne? Tschüss, schönen Abend noch. Ciao.